So, nach der AG-Aktion haben wir uns entschlossen, mit ein paar Mann zum Neujahrsempfang der Linken zu gehen und dafür ein bisschen Stimmung zu sorgen. Wir wollen nicht nur da essen, nein, wir wollen denen mal zeigen, wie ein bisschen Protest wirklich funktioniert. Da ist das Ome am Markt, da ist das Linken-Treffen, was wir jetzt mit ein paar Okkupisten besuchen werden. Mal sehen, was der Abend so bringt. Einmal Occupy. Ein bisschen Sekt. Gerne, warum nicht? David. Bedankt. Auf Occupy. Also schlecht scheint es den Sozialisten nicht zu gehen. Man trinkt lecker. Edel. Das ist so eine ganz besondere Zeit. Sekt für jeden. Grüßen können. So sind alleine. Die hier winken, das ist alles Occupy, davon sind alleine 15 Leute hier. Darüber freuen wir uns außerordentlich. Occupy, sei dabei! Occupy, sei dabei! Occupy, sei dabei! Occupy, sei dabei! Also, was wirklich fehlt, sind Wohnungen für Menschen wie wir, für Leute mit wenig Geld oder ganz ohne Geld. Damit wir nicht ganz nur unter der Parteiflagge sitzen, haben wir unser eigenes Plakat mitgebracht und hängen das mal kurz auf. Das dürfte ja thematisch eigentlich genau ins Konzept passen. Mal sehen, wie lange sie es hängen lassen. Das Buffet ist auch eröffnet, das große Fressen kann beginnen. Yeah! Occupy! Sei dabei! Occupy! Sei dabei! Occupy! Sei dabei! Ich sage es die ganze Zeit schon. Viele haben Angst, dass uns die Parteien okkupieren, dass sie uns übernehmen und vereinnahmen. Wir müssen anders denken. Wir müssen die okkupieren. Wir müssen die vereinnahmen für uns. Ganz Occupy genau. Ist Größe. Genau. Vielen Dank. Und das tun wir auch. Denn die Occupy the Neujahrsempfang. Bei den Linken funktioniert schon. Wem kann ich was zu essen mitbringen? Alle. Füll das Ding voll und bring es mit. Problemen gesprochen und von Feinden gesprochen, die wir bzw. die Linke angreifen möchten. Das kann einfach nicht sein. Die Occupy-Bewegung ist darauf fixiert, alle Leute an einen Tisch zu setzen, mit diesen Leuten einen Beschluss zu finden. Es kann einfach nicht sein, dass sich eine Partei direkt das Recht herausnimmt, um Recht zu sein und anschließend die anderen Parteien, die zurzeit etabliert und im Landtag sitzen, anzuprangern und zu beklagen. Feindbilder müssen wir rein. Ich gebe dir recht, aber ich habe ja nicht. Das kann einfach nicht sein. Das geht einfach nicht. Man kann keine Politik machen, indem man Feinde schafft. Feinde schafft bedeutet Krieg schaffen. Und Krieg ist das Letzte, was wir haben wollen. Das geht nicht, einfach nicht. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich mit dem einverstanden bin, was die Grünen machen. Wir müssen die okkupieren und so umziehen, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Da muss man sich aber auch in der Partei oder in der Organisation einig sein. Und es kann nicht sein, dass da jemand steht und sagt, wir müssen uns verfeinden. Und die anderen Leute dann sagen, nein, wir sind das da ganz anders. Das ist ja das Problem, was wir als Occupy. Ja, richtig, genau. Wir als Occupy-Bewegung haben keine Vertreter. Wir sind alles Menschen. Wir müssen schon alle da sein. Ja. Wir haben aber alle die gleichen Ziele. Weil wir miteinander offen kommen. Ich schaff das auch laut genug für alle. Okay. Also das mit dem Okkupieren habe ich eher so gemeint, dass wir die okkupieren müssen für das eine und das andere nicht zulassen. Er sagt ja, wir sollen hier die Partei okkupieren. Okay, dann das meint er. Wir sollen die okkupieren und für unsere Ziele benutzen. Richtig. So gehört sich das. Parteiflagge erstmal okkupiert. Ich meine, wir haben ja dieselben Inhalte. Und darauf kommt es an. Deswegen keine Parteiflaggen, Inhalte. Das Schild ist nicht ganz richtig, weil die Demokratie, die es nicht gibt, die kann man ja auch gar nicht retten. Das noch mehr. Das noch mehr. Weniger die Zugehörigkeit. Weniger die Zugehörigkeit. Zu den einzelnen Parteien. Zu den einzelnen Parteien. Zählen sollte. Zählen sollte. Als viel mehr. Als viel mehr. Die Sache selbst. Die Sache selbst. Für die wir alle gemeinsam kämpfen. Für die wir alle gemeinsam kämpfen. Wir haben keine Feindbilder. Wir haben keine Feindbilder. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ich wollte mich nochmal herzlich bedanken.
bedanken für die Einladung. Für die Einladung. Aber ich finde, Da sich unsere Themen ja überschneiden, wäre es sehr schön, den ein oder anderen von Ihnen oder euch vielmehr, auch mal bei uns im Camp begrüßen zu dürfen. Danke. Danke sehr. Bitte sehr. Danke sehr. Ich stehe hier bei Sarah Wagenknecht auf dem Neujahrsempfang der Linken und frage, was halten Sie von Occupy? Ja, ich finde das toll, dass es so eine Bewegung gibt und ich finde und hoffe, dass sie noch viel, viel stärker wird, weil wir brauchen Widerstand, wir brauchen Gegenwehr. Die Politik ist so katastrophal und ich finde es auch richtig auf den Punkt gebracht. Die herrschende Politik ist eine Politik für 1% und deswegen müssen 99% sich wehren und ich tue alles dafür oder würde alles dafür tun, dass noch viel, viel mehr Menschen sich an dieser Bewegung beteiligen. Super, danke sehr. Wie du über den ESF denkst. Die Katastrophe, Verschleuderung von Steuergeld, Bankenrettungsprogramm. Und warum ist nicht öffentlicher gemacht worden, dass der schon längst durchgesetzt ist vom EU-Parlament? Oberland. Das EU-Parlament kann den ja nicht einsetzen. Also wir können ja nur die Staaten. Ist am Dienstag gestartet worden, ja? Ja, aber er ist sozusagen noch nicht. Deutschland wird ihn natürlich nur mit Geld ausstatten, wenn der Bundestag das beschließt. Ja, aber trotz allem muss man ja darauf. Also die meisten Menschen wissen ja nicht mal genau, was es bedeutet. Warum macht ihr da nicht mehr Aufklärungsarbeit? Ja, was heißt mehr? Also alles, wir haben auf unserer Webseite, wir haben Flugblätter, wir nutzen Talkshows. Was soll man noch machen? Also wir nutzen alle Öffentlichkeit, die wir haben. Fernsehen, unsere eigenen Medien. Und wir sind ja die einzige Partei, die dagegen kämpft. Alle anderen sind ja dafür. Deswegen wird es ja auch eine Mehrheit kriegen. Aber noch ist es nicht beschlossen. Also Merkel muss schon damit in den Bundestag gehen und muss dann eine Mehrheit haben. Aber wahrscheinlich wird die SPD wird zustimmen, die Grünen werden sich enthalten. Aber deswegen brauchen wir mehr Bewegung außerhalb der Parlamente, sonst kann man sowas nicht verhindern. Also ich sag mal, wenn vor dem Reichstag eine Demo mit 500.000 Leuten stattfände, an dem Tag, wo die Entscheidung anstünde, dann würde zumindest ein Teil, also würde die SPD glaube ich schon nicht mehr zustimmen. Und dann würde vielleicht auch der ein oder andere in der Koalition sich das überlegen. Mir kommt da gerade so ein Gedanke. Wäre es möglich, über die Linkspartei im Bundestag, dass zu einer Bundestagssitzung ein Occupy-Vertretung, also indirekt nicht als Mitglied der Linkspartei, sondern als Occupy-Mitglied, meine Rede dazu im Bundestag hält? Ich glaube, im Bundestag, darf ja keiner reden, außer Abgeordneten und Ländervertreter, also Landesparlamentsvertreter eventuell, aber ansonsten gibt es ja ein Regularium. Also da darf gar keiner rein in den Plenarsaal. Es war aber denn, wenn jemand einen Brief verliest? Es war beim Papst. Kann man machen. Also ihr könntet natürlich auch sehr viel für die Occupy-Bewegung tun. Wenn das zum Beispiel, wenn ihr diese Aktion irgendwie andenken würdet, und zwar so schnell wie möglich. Die Linke stellt entweder ihren Redner Platz einem Okkupisten zur Verfügung. Ja. Und da könnt ihr ja mit dem Berliner, Berlin Occupy zusammenarbeiten. Oder Berlin Occupy arbeitet irgendeine Rede aus und einer von euch, von der Linkspartei, liest diese Rede natürlich mit offizieller Stellungnahme. Wir geben jetzt Occupy das Wort im Bundestag vor. Ja, sowas kann man schon mal überlegen, ob man das macht. Könntet ihr das schnell überlegen und abstimmen? Weil wir sind natürlich nicht, wir sind keine Partei, wir machen immer unsere Aktionen sehr spontan und sehr direkt und dadurch auch sehr gut, finde ich. Aber inzwischen sind wir gut vernetzt. Also wir könnten das mit Berlin sofort auf die Wege bringen. Das ist kein Problem. Ja, wobei das wäre ja, ich meine, gibt es denn bei euch so eine Art Bundesbewegung? Oder? Wir haben jetzt gerade unser erstes Vernetzungstreffen gehabt, wo wir aus 21 Städten uns getroffen haben mit 200 Leuten zusammen. Dann den Tag danach mit den ganzen Gewerkschaften. Was schön wäre, wenn es zum Beispiel so eine gemeinsame Resolution oder irgendwas von Occupy gäbe und man die dann vorliest. Weil jetzt Occupy Berlin ist ja dann wieder nur ein Teil der Occupy-Bewegung. Das ist dann irgendwie auch doof, wenn man das. Also dann müsste schon irgendwas, was die gesamte Occupy-Bewegung gemeinsam als. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch in schnellstmöglicher Zeit hin. Wir sind inzwischen alle vernetzt. Wir arbeiten alle zusammen. Das wäre nicht das Problem. Ja, und ich meine, dann könnte man sicher sowas, also auf jeden Fall als Linke stärker verbreiten und auch möglicherweise in so einen Bundestag mit einbringen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Du kannst dich dann auch direkt über
meinetwegen direkt an Occupy Düsseldorf wenden über die Facebook-Seite? Nehmen da was nee, die Website. Über die Webseite. Wir haben Webseite ist Occupy Düsseldorf mit UE, also Facebook auch mit UE. Also das möchte ich hier nahelegen, dass einfach eure Connections und euren Status dazu benutzt, dass Occupy mal die Gelegenheit bekommt, sozusagen im Bundestag. Also ich werde das mal in der Fraktion einbringen und wir werden mal überlegen, ob, welche Möglichkeiten es gibt. Also wie gesagt, was am charmantesten wäre ja, wenn da jemand reden könnte, weil so verlesen reden immer blöd. Ich fürchte, das geht nicht, aber wir können es ja einfach mal besprechen in der Fraktion, ob es da eine Möglichkeit, irgendwelche Tricks gibt. Vielleicht gibt es auch jemanden, der Occupy und die Linke ist. Nee, Linke reicht ja nicht, er muss Abgeordneter sein. Vielleicht findet man Abgeordneten. Wer weiß. Ja, aber, nein, warte. Ja, das ist ja dann nicht, ich meine, ich kann ja auch sagen, ich bin auch Occupy, aber das hat ja dann nicht, das war meine Du könntest ja unseren Brief dann vorlesen und sagen, ich lese das für Occupy vor. Ja, sowas kann man machen. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, dass jemand hingeht und sagt, so, weil Occupy eben nicht in den Bundestag darf, weil es dieses Gesetz gibt, spreche ich heute für die Occupisten deutschlandweit und lese in deren Namen im Prinzip jetzt was vor. Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Also dann schickt uns, wenn ihr so ein Dokument habt, schickt mir das am besten. Weil die Abstimmung im Bundestag ist, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit, um den Text aufzunehmen. Naja, die wird jetzt sehr schnell sein. Ich hätte mal in der nächsten oder übernächsten Sitzungswoche, also im Februar möglicherweise noch. Ja. Februar oder März spätestens. Später okay. Okay. Hat die Partei immer noch recht? Welche Partei? Ja, ich würde sagen, wo wir gerade bei den Linken sind, die Linke. Die Linke? Die Partei hat immer recht. Die Partei. Natürlich hat die Partei recht, sonst hätte die Partei keinen Sinn. Okay, danke für diesen Kommentar. Zum Wohl. Wir bezogen uns natürlich gerade auf die Partei. Die Partei für Arbeit, Soziales. Scheiß drauf.